Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute geht es um Nimble, das schnelle Reaktionsspiel. Ja, und von wem könnte man sich das besser erklären lassen als von Peter Jürgensen, dem Autor, und Julian Steindorfer, dem Redakteur. Denn wir haben die beiden auf der Spielwarenmesse in Nürnberg getroffen und sie erklären uns das Spiel und spielen es auch einmal. Das heißt, ihr habt eine kleine Erklärung und ein Let's Play. Und danach treffen wir uns hier wieder und ich sage euch, was ich von dem Spiel halte. Viel Spaß! Ihr erklärt jetzt ganz kurz, worum es bei Nimble geht und dann spielt ihr eine Runde. Ich spiele nicht mit, weil ich bin viel zu langsam. Das werdet ihr gleich sehen. Das wird nicht so werden. Genau, ich muss erst noch üben, dann bin ich qualifiziert, um hier auch mal mitzuspielen. So, worum geht's bei Nimble? Also, bei Nimble, das ist ein Kartenspiel aus dieser Ligretto- und Speed-Familie. Alle Leute haben so ein Set von Karten in der Hand und versuchen ihre Karten so schnell wie möglich loszuwerden. Wer zuerst seine Karten los ist, hat gewonnen. Bei zwei Spielern, wer nur noch eine Karte hat. Gehen tut das folgendermaßen: mal drei Stapel in der Mitte, auf denen man seine Karten loswerden darf. Die Regel dafür ist, dass die Farbe, die in der Mitte ist, muss die nächste Farbe außen sein. Das heißt, theoretisch könnte ich diese Karte hier ablegen, weil lila auf lila und orange auf orange. Aber es sind ja unsere Stapel. Das Spielen selber funktioniert folgendermaßen. Man hat hier so seinen eigenen Ablegestapel. Dann kann man die Karte immer spielen, wenn man darf, die man in der Hand hat. Oder halt immer die oberste Karte, die gerade vorhanden ist. Man kann auch genauso, wenn man irgendwie einen Fehler macht, kann man zurückblättern, dann die oberste Karte nehmen. Wenn man einmal komplett durch den Stapel durch ist, dann nimmt man einfach den Stapel wieder auf und fängt von vorne an. Alle Leute spielen gleichzeitig, es wird ein bisschen chaotisch und es macht sehr viel Spaß. Und es ist noch ganz wichtig, man kann bei all dem Chaos und all bei der Geschwindigkeit, die vorhanden ist, kann man dann trotzdem noch kontrollieren, ob man richtig gespielt hat. Und zwar indem man eigentlich, normalerweise sollten das jetzt unterschiedliche Karten sein, deswegen mischen wir da schnell mal was rein. Man deckt dann einfach die Karten auf, zack, und sieht dann sofort, wenn da jetzt ein Fehler drin ist. Das heißt, wenn die Kreisfarbe nicht mit der nächsten Randfarbe zusammenpasst, decke ich die Karte einfach um, sehe, wer dafür verantwortlich ist, ist sofort draußen aus der Partie, auch wenn man gewonnen hat. Ja. Letztlich die Farben, wir haben versucht, die Farben so anzulegen, dass zumindest für die allermeisten Formen der Farbblindheiten und Farbfehlsichtigkeiten das Spiel immer noch spielbar ist. Man kann es so einfach überprüfen, wenn man hier auf dem Titel die Farben voneinander unterscheiden kann, kann man das Spiel spielen. Es ist auch noch an Ilks. Es gibt es auch noch mal auf der Rückseite, wo dann tatsächlich Karten noch mal klein abgebildet sind, falls man es genauer wissen möchte. Vielleicht noch zum Thema, damit man das ein bisschen versteht. Wir haben uns einfach vorgenommen, wir wollen eine andere Art von Speedspiel diesmal machen und nicht einfach nur Formen und irgendwelche Farben drauf packen, sondern wir wollten wirklich Illustrationen verwenden. Da gibt es ein bisschen den Kontrast zwischen dem Cover, was sehr farbenfroh ist, und den Karten. Die Karten sind einfach auf maximale Spielbarkeit getrimmt. Beim Cover wollten wir einfach diese Fantasiewelt ausleben lassen. Also jeder Farbe ist ein Klassiker der Weltliteratur zugeordnet. Also zum Beispiel hier haben wir die Uhr von Alice im Wunderland, die der Hase hat. Oder wir haben den Kartenrand jetzt von Moby Dick. Genau. Das war's soweit. Vielleicht mag Peter noch sagen, wie er sieht, dass man das Spiel am besten spielt. Oh, ohne denken. Einfach nur sehen. Also im Grunde ist es ein Spiel, man spielt zwar mit anderen Leuten zusammen, na, eigentlich spielt man nicht gegen diese anderen Leute, sondern man spielt gegen sein eigenes Gehirn. Und das macht es zugänglich für Leute, die auch kompetitiver gestrickt sind. Sie dürfen nämlich verlieren, sie dürfen dann auch besser werden und wollen das dann auch häufig genug. Okay, und dann spielt ihr jetzt mal eine Partie. Ja, sehr gerne. Ich ziehe mich ein bisschen zurück, weil es wird rasant. Und ihr könnt mal zuschauen, wie die Profis dieses Spiel spielen. Ich kann ja wenigstens den Startschuss geben. Okay, alle bereit? Auf die Plätze, fertig, los!
Tada. Come on, Leute. Boom! Ja. Herzlichen Glückwunsch und geht noch danke. Eigentlich auch, wenn wir nicht zu müde wären nach 5 Tagen Messe. Also das war jetzt eine langsame Partie. Vielen Dank. Man muss auch dazu sagen, wir haben mindestens jeder wahrscheinlich um die 300 Partien bereits gespielt. Peter ist irgendwo bei 400. Ich habe 150 gebraucht, bis ich ihn das erste Mal besiegt habe. Aber das Spiel hat wieder Spielreiz, will ich damit sagen. Der derzeitige Rekordhalter ist Carlo, Autor von Memoir, mit gestoppten 50 Sekunden für eine Zweierpartie. Wow. Ich würde wahrscheinlich 10 Minuten brauchen. Ja, Nimble, gerade habt ihr ja gesehen, wie es aussieht, wenn man das richtig, richtig gut beherrscht. Bei mir sieht es eher so aus, ich nehme einen Stapel, nehme eine Karte, muss sehr lange überlegen. Ah ja, also das ist so etwa mein Tempo, das spielt. Und ich hatte so das Gefühl beim Spielen, dass ich, je häufiger ich das Spiel gespielt habe, irgendwie nicht besser geworden bin. Und der Redakteur sagt ja selber, das ist so ein Spiel für diejenigen, die ihren Kopf ausschalten können. Und ich bin anscheinend ein Mensch, und das weiß ich auch, der nicht so gut seinen Kopf ausschalten kann. Ich denke viel zu viel darüber nach und deswegen fällt es mir sehr schwer. Das heißt nicht, dass mir das Spiel keinen Spaß macht. Im Gegenteil, ich spiele es ganz gern mal mit. Aber ich finde es nach einer Runde dann schon recht anstrengend. Man muss sich sehr konzentrieren. Man muss so ein bisschen seinen inneren Schweinehund überwinden, indem man tatsächlich sein Hirn ausschaltet. Ich habe immer so das Gefühl, ich kann das dann so ein paar Sekunden ziemlich gut. Da kriege ich dann mal ein paar Karten weg und dann kommt wieder so eine Blockade. Da schaltet sich mein Hirn wieder ein und dann ist wieder alles weg. Und ich denke, wie war das jetzt nochmal? Also das ist ein Spiel, wo ich selbst gegen mich selber kämpfe irgendwie. Und ich finde es selber ganz witzig, mich da zu beobachten. Aber ansonsten ist es eins von diesen kleinen, schnellen Spielen, was sich gut als Aufwärmer eignet, als Absager vielleicht nicht so, weil wenn man schon ein bisschen müder ist, dann ist das Falsche. Oder man sagt, ja, gerade jetzt erst recht, weil man muss noch mit dem Auto heimfahren und will sich nochmal wach kriegen, dann wiederum ist es gut. Aber es ist einfach ein kleines, witziges Spiel, wo es tatsächlich drauf ankommt, einfach in dem Moment so fit zu sein, dass man es halt ganz schnell schafft. Oder halt heimlich zu üben und wie man gerade gesehen hat, klappt es ja anscheinend dann auch. Ja, dann hoffen wir konnten euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt, spiel doch mal.